Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Conan der Irish Terrier. Heute geht es um die Pflege des Hundes. Mit Conan haben wir relativ wenig Pflegeaufwand, muss ich sagen. Das war auch einer der Aspekte, unter denen ich mir diese Rasse ausgesucht habe. Ich wollte halt keinen Hund haben, den ich wirklich täglich bürsten muss oder den man sehr, sehr regelmäßig scheren muss, weil zum Beispiel die Haare einfach ständig und viel wachsen und kaum von alleine ausfallen oder die eine ganz starke Unterwolle haben oder sonst irgendwas. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir mit Conan an sich, weil er als Terrier relativ pflegeleicht ist, nicht viel Pflege haben. Er ist ja auch irgendwie nochmal eine ganz spezielle Variante. Dem wächst einfach nicht dieses total struppige, drahtige Haar. Also ihr habt den jetzt ja schon öfter regelmäßig in Videos gesehen, auch als er noch ganz klein war. Der ist einfach nie so richtig struppig. Und ganz lange habe ich immer erzählt, ja, ich habe den auch noch nie trimmen lassen oder ich habe es mal selber versucht, so ein bisschen. Aber es ist halt einfach nie viel bei ihm zu trimmen gewesen. Denn Irish Terrier oder überhaupt die drahthaarigen Hunde, die werden in der Regel getrimmt. Das heißt also, dass man die nicht schert oder in die Haare schneidet, sondern die werden ausgezupft. Die toten Haare werden ausgezupft. Die erkennt man meistens daran, dass sie ein bisschen länger sind, dicker, drahtiger, heller. Ne? Hier zum Beispiel das, was er hier oben hat, das sind welche, die könnten zum Beispiel wieder raus. Und ansonsten ist er relativ glatt und braun oder rotbraun eben. Und die Haare, die eben zu viel sind, das sind dann die, die ihm diesen fransigen Charakter geben. Ne? Dann sieht er halt ein bisschen struppig aus. Und im Gegensatz zu seinen Geschwistern ist er aber wirklich einer, bei dem wachsen die Haare so einfach nicht. Also er hat höchstens im Bereich vom Hals, Nacken bis hier hinten hin zum Rücken ein bisschen mehr Haare, die man ab und zu mal trimmen könnte. Aber ansonsten wächst da eigentlich nicht viel. Und deswegen haben wir herzlich wenig Aufwand mit ihm. Ich war tatsächlich ein einziges Mal jetzt mit ihm beim Trimmen bei einem richtigen Hundefriseur, einem Hundesalon. War auch eher so ein Spontanbesuch, da er ja nicht so ganz so wahnsinnig viele Haare hat. Hat sie gesagt, ach naja, komm doch einfach rein, wir machen das mal schnell. Und haben ihn da durchtrimmen lassen. Das hat er auch super über sich ergehen lassen. Die meinte auch, wie ein richtiger Showhund, der hält ganz ruhig. Grundsätzlich haben wir außerdem er wenig Haarwuchs hat, auch wirklich viel Glück mit ihm. Er lässt sich einfach wirklich gerne anfassen. Und wir haben das auch schon von Welpe an mit ihm trainiert, dass wir ihm auch mal an die Pfoten fassen und an die Ohren fassen und auch mal die Schnauze und so. Natürlich gibt es Bereiche, die mag er nicht ganz so dolle, aber in der Regel lässt er sich wirklich sehr gerne auch echt überall anfassen. Und das ist natürlich so eine Grundvoraussetzung, wenn man den wirklich vernünftig und gut und vor allem stressfrei pflegen will. Was wir eigentlich machen, ist so gut wie gar nichts. Also wir machen wirklich... Also man könnte auch einfach sagen, wir machen gar nichts. Wir haben natürlich so ein paar Utensilien hier und das ist aber für ihn eher wirklich eine Massage. Also er genießt das einfach. Wir haben hier so diesen Gummistriegel, den habe ich auch schon mal vorgestellt. Das genießt er einfach, ne? Wenn man ihn damit so ein bisschen striegelt, dann kriegt man halt, falls er Verfilzungen hat, aber vor allem eher, wenn er so ein bisschen krustige Erde irgendwo hat, dann kriegt man das da super raus, dann kann man ihn halt damit striegeln, genau. Und na klar bleiben da auch mal ein paar Haare drin hängen. Dann geht so ein bisschen loses Haar verloren. Aber ja, also theoretisch wäre es bei einem Irish Terrier, der einen normalen Haarwuchs hat, nicht ausreichend, den einfach nur zu striegeln, damit diese toten Haare wegkommen. Die muss man wirklich auszupfen. So, und ihr seht ja, er schläft hier gleich ein. Er genießt das total. Er findet das super entspannt. Das ist eine richtig tolle kleine Massage. Ich mache das auch nicht doll, einfach, also etwas mehr als nur die Hand auflegen ist es schon. Ich drücke schon ein bisschen, aber wirklich dolle ist es nicht. Ja, und kommt eigentlich kaum was bei raus. Wir haben auch nochmal so eine richtige Bürste, die ist aber auch eher so mehr so massagemäßig. Das sind halt jetzt so Plastik-Zinken, sage ich jetzt mal dazu. Wir haben auch noch so eine Softbürste mit so kleinen Metallzähnen drin, die mag er überhaupt gar nicht. Aber wie ihr seht, das hier zum Beispiel ist halt auch mehr Massage als alles andere für ihn.
So, es gibt so ein paar Bereiche, die mag er nicht. Also zum Beispiel mag er das nicht, wenn man ihm den Bart bürstet. Da steht er nicht so ganz so drauf, ne? Ja, der ist aber auch immer ganz schön, ja, ganz schön verzottelt, ne? Da seht ihr, das mag er nicht so gerne. Ich glaube, das zieht auch ein bisschen mehr, weil da wirklich die einzigen echten langen Haare sind. Aber ansonsten, so, das machen wir halt. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich behaupten würde, wir machen das einmal in der Woche. Machen wir nicht. Also mal kommt das vor, dass wir das einmal in der Woche machen, dann machen wir es aber auch 3, 4 Wochen lang einfach mal gar nicht und dann machen wir das halt wieder. Dann haben wir ja auch noch dieses grandiose Teil hier, weil ich auch dachte, na, damit kriegt man ein paar von den toten Haaren doch ein bisschen besser raus und auch von der Unterwolle. Im Prinzip ist das ganz ähnlich wie ein sogenanntes Trimmmesser. Das ist ein Trimmmesser, das hier hat ein bisschen gröbere Zacken und feinere Zacken. Das hier im Prinzip sieht ganz genauso aus. Es hat halt diesen Vorteil, dass man hier die Haare irgendwie besser rauskriegt oder so. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Findet er aber auch ganz toll. Aber bei dem Ding merkt man schon, oh ja, da kommt schon ab und zu mal ein bisschen was raus. Sind auch nicht viel, aber da kriegt man immer mal so ein paar lose Haare hin. Und sogar die Hundefriseurin hat außer dem Trimmmesser auch das benutzt, um ihn ein bisschen schick zu machen. Da, wo ein bisschen mehr Haare rauskommen, das ist hier am Schwanzansatz, aber da findet er es auch nicht so toll. Ich glaube, hier kitzelt es ihn aber eher. Aber hier seht ihr, ne, was bei den anderen nicht rauskam, hier kommt ganz schön was raus. Also ganz schön, naja, es gibt andere Hunde, da streichelt man einmal drüber und da hat man schon mehr Haare in der Hand. Seit dem Trimmen, was wir einmal gemacht haben, sind jetzt, ich glaube, vielleicht ein Monat vergangen oder so. So, das ist das, was wir eben so an Bürsten machen. Wie gesagt, ich habe ihn auch mal selber versucht zu trimmen, aber ich kann das halt nicht richtig gut. Im Prinzip nimmt man halt dieses Messer, zieht es durch die Haare und hält hier mit dem Daumen dagegen und zieht halt die losen Haare raus. Also die Hundefriseurin war da super schnell und man sagt, ja, okay, man zieht ihn an den Haaren, aber ihr seht, es stört ihn überhaupt nicht. Also gar nicht. Er ist ja auch jemand, der sich gerne auch mal ein bisschen gröber anfassen lässt. Und ihr seht, er bleibt hier einfach liegen. Er findet das super mega entspannt. Problem ist es jetzt wahrscheinlich eher, ihn mal auf die andere Seite zu drehen, wenn man dann mit einer Seite fertig ist. Na, hier rieselt es halt ein bisschen, aber ja, so kann man das halt machen. Da kriegt man halt Haare raus. Das ist das eigentliche Trimmen, was man halt ab und zu mal machen soll. In der Regel sagt man, dass man bei einem Irish Terrier den 3 bis 4 Mal im Jahr trimmt. Conan ist, wie gesagt, jetzt etwas mehr als anderthalb, schon fast ein und ein Dreivierteljahr alt. Wir haben das einmal gemacht und selbst da ist es nicht wirklich notwendig gewesen. So, das sind jetzt die Sachen, wo es so ein bisschen ums Fell geht. Was natürlich auch eine Fellsache ist, wo die Meinungen sehr gespalten sind, das ist das Waschen des Hundes. Es gibt Leute, die waschen ihren Hund sehr, sehr, sehr regelmäßig, weil sie ihn zum Beispiel mit ins Bett nehmen. Finde ich auch in Ordnung. Es gibt auch Leute, die waschen ihren Hund gar nicht, weil sie sagen, nee, da geht halt die Fellstruktur kaputt, das ist nicht gut für die Haut. Und ich denke mir halt, na, es gibt aber auch Hunde, die rennen auch so jede Woche oder was weiß ich, jeden zweiten Tag springen die in irgendeinen See. Das ist ja im Prinzip wie waschen. Also am Wasser alleine kann es nicht liegen. Was halt nicht gut fürs Fell und für die Haut ist, das ist, wenn ihr Menschenshampoo benutzt. Also Menschen haben halt einen anderen pH-Wert auf der Haut als Hunde. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wer hier den säureren hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei uns Menschen ist es 5,5, beim Hund ist es halt ein anderer. Und deswegen sollte man Hunde, wenn man sie denn mit Shampoo waschen möchte, mit einem speziellen Hundeshampoo waschen. Und da sollte man vielleicht nicht unbedingt eins nehmen, was besonders toll riecht. Also nicht im Sinne von Hauptsache es stinkt, sondern wenn die halt einen starken Duft haben, dann ist es ja, als ob ihr den Hund parfümiert. Und da die Hunde nun mal sehr intensiv mit ihren Nasen arbeiten, sich darüber verständigen und ja auch mit ihrem eigenen Geruch kommunizieren und auch den Geruch anderer Hunde interpretieren und darüber verstehen, was mit dem Hund los ist, ist es halt nicht so sinnvoll, den Eigengeruch des Hundes mit irgendeiner Art von Parfum zu überdecken. Deswegen, wenn ihr halt Hundeshampoo holt, dann nehmt euch auf jeden Fall eins, was geruchsneutral ist. Und wir duschen Conan, ich würde mal sagen, einmal in 3 bis 4 Monaten ungefähr. Denn wie ihr seht, der liegt hier bei uns auf dem Sofa. Und der rennt halt auch viel draußen rum. Der hat immer mal irgendwie Schlammkrusten an den Füßen. Klar, die kann man auch rauskämmen und striegeln. Aber so richtig super sauber ist er deswegen ja nicht. Und deswegen kommt er alle 3 bis 4 Monate mal unter die Dusche. Dann wird er mit Hundeshampoo, also wird er erst nass gemacht, dann kriegt er Hundeshampoo drauf, wird so ein bisschen einmassiert, dann spülen wir den wieder ab, versuchen ihn ein bisschen trocken zu rubbeln, damit er nachher beim Schütteln nicht die ganze Wohnung einsaut.
Dann springt er in der Gegend rum wie so eine angestochene Hummel. Das machen die aber, glaube ich, alle. Dreht sich immer im Kreis und springt hoch und so weiter. Und ja, das Duschen lässt er halt, ich sag mal, über sich ergehen. Geil findet er das nicht. Aber er ist ohnehin nicht so ein großer Wasserliebhaber. Er ist jetzt nicht wasserscheu, aber ja, Wasser ist halt für ihn zum Trinken da. So, was kann man sonst noch machen? Also an sich kann man natürlich sagen, man sollte vielleicht hin und wieder dem Hund mal die Krallen schneiden. Wir sind mit Cornel wirklich irrsinnig viel draußen unterwegs. Wir wohnen in der Stadt. Das heißt, wir haben viele harte Belege. Beton, Asphalt. Und da ist es tatsächlich bisher nicht notwendig gewesen, ihm die Krallen zu schneiden. Also die Daumenkralle haben wir, als er ein Welpe war, zweimal geschnitten, weil die ziemlich lang, wie ich fand, ziemlich lang und spitz war. Habe ich ihm zweimal geschnitten, einfach auch, weil ich es auch mal machen wollte. Und er sollte sich ja auch daran gewöhnen. Wir haben natürlich eine Krallenzange. Wie gesagt, seitdem er ein Welpe war, habe ich die nicht mehr benutzt und auch nicht mehr trainiert. Also grundsätzlich kann man ihn natürlich dann damit immer mal berühren und streicheln und immer den Eindruck hat, oh, da ist irgendwas nicht schön oder die ist zum Beispiel irgendwie gespalten oder eingerissen oder sowas, das kann ja auch mal vorkommen, dann kann man natürlich überlegen, ob man da mal irgendwie was abschneidet. Dann muss man ein bisschen aufpassen. Ich mache jetzt mal hier an einer Stelle, zack, ihr seht, er reagiert gar nicht drauf. Bei ihm ist es etwas schwierig. Er hat dunkle Krallen, also schwarze Krallen. Das heißt, man sieht die Nervenbahnen und vor allem die Adern in den Krallen nicht. Wenn ihr die zu knapp abschneidet, zu kurz schneidet, dann tut ihm das natürlich weh und es blutet auch. Und das ist natürlich eine sehr negative Erfahrung. Deswegen, solange es nicht notwendig ist, würde ich es jetzt nicht machen. Wie gesagt, ihr könnt es immer mal üben, ihr fasst ihn damit an, dass, falls es mal notwendig ist, nimmt er das vielleicht genauso entspannt wie er jetzt hier. Der ist nicht narkotisiert, ne? Der ist einfach nur entspannt. dann haben wir halt auch noch so ein paar Reinigungstücher. Die Pflegetücher, die benutze ich zum Beispiel, um ihm die Ohren sauber zu machen. Also mit Wattestäbchen sollte man es nicht machen, obwohl der meiste Dreck ist halt wirklich relativ tief drin. Leute, die Hunde mit stehenden Ohren haben, die haben das Problem gar nicht so häufig, weil da einfach der nicht so viel, also der Dreck eher besser wieder rauskommt. Ne? Wenn die sie schütteln, dann fliegt der halt raus. Leute, die Hunde mit Schlappohren haben, die haben schon häufiger das Problem, dass da viel Dreck drin ist und dass sich die Ohren eventuell entzünden können. Er hat ja nur eine Mischform, er hat Knickohren oder Kippohren. Das heißt, da ist natürlich mal Dreck drin, aber also im Grunde genommen, so richtig super schmutzig sind die nicht. Jetzt hat er natürlich das Knistern von der Tüte gehört. Die sind so leicht feucht, die Teile. Man könnte ihm natürlich auch die Pfoten damit abwischen, weil der tritt auch mal in Scheiße. Und dann ist es halt ganz sinnvoll, wenn ihr das nicht überall in der Wohnung haben wollt, dass ihr ihm irgendwie an der Eingangstür vielleicht mal die Füße damit abwascht. Damit hat er aber auch jetzt nicht so ein Problem. Also er akzeptiert das Tuch halt, weil für ihn ist es eher ein Spielobjekt. Ja, kam ein bisschen spät die Reaktion, ne? Für ihn ist es ein Spielobjekt und damit mache ich das attraktiv. Wenn ich damit nahe komme und er weicht zurück, dann spiele ich halt lieber mit ihm. Dann beißt er da halt rein, dann hat er vielleicht ein Ende und ich kann das andere Ende benutzen, um ihm halt irgendwas sauber zu machen. Aber so grundsätzlich machen wir halt damit so die Ohren sauber. Was ist da los? Ja, wer macht hier die ganze Zeit an dir rum, ne? Ja. Wow. So. Nicht zu tief reinstopfen. Aber ihr seht auch das, er genießt es. Wir haben uns auch so Ohrreinigungstropfen geholt. Die findet er aber super gruselig. Also ich kann mit der Flasche überhaupt nicht an ihn rangehen. So. Ja, sauber gemacht. Guck mal, kaum Dreck dran. Ja, kaum. Ja. Wie gesagt, ihr könnt ihn auch die Füße damit abwaschen. Ja, oder so ein bisschen, wenn er was weiß ich, Schlamm irgendwo hat, dann kann man das damit auch abwischen. Vor allem natürlich da, wo nicht so viel Fell ist, hier zum Beispiel an den Oberschenkeln. Da ist ja das Fell relativ dünn, man sieht überall die Haut. Da kann man das natürlich super benutzen, um ihn mal irgendwie sauber zu machen und die Füße putzen. Ja, oder wenn er mit irgendwie was weiß ich, einem Boxer gespielt hat und er ist total voll geschlabbert, dann kann man das natürlich auch mal machen. So, super. Und dann habe ich auch tatsächlich, aber auch erst seit relativ kurzem, immer so Dental Care. Das sind so kleine Fingerlinge, die sind auch feucht. Letzten Endes kann man es auch mit einem normalen Tuch machen. Die haben ja so einen leichten Pfefferminzgeruch, wahrscheinlich auch Geschmack. Naja, weiß ich nicht, ob man die auch irgendwie geschmacksneutral bekommt. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so cool, aber ja. Das ist sozusagen, um dem Hund die Zähne zu putzen. Ist auch eigentlich überhaupt nicht notwendig. Er kriegt bei uns sehr, sehr viele Knabbersachen, vor allem Knochen, also auch echte, frische, rohe Knochen. Und wenn er die frisst, so Markknochen vor allem, dann sind die Zähne danach pico blanco. Aber letzten Endes ist es natürlich auch was man mal üben kann. Ne, ja.
So, und dann geht man ihm hier über die Zähne. Ja, was ist da los? Nom nom. Nicht ablecken. Zähne sauber machen. Nun, ihr seht, das lässt er auch super über sich ergehen. Das haben wir tatsächlich gar nicht geübt. Ich habe ihm die zum ersten Mal gegeben und weil er die halt irgendwie auch lecker findet, hat er halt gleich das Maul aufgemacht und da dran rumgenuckelt. Und ja, letzten Endes sieht er das halt eher als ein Spiel, als Folter an, als Putzfolter. Ja, das ist im Prinzip das, was wir an Pflege machen. Das Einzige, was bei ihm ein bisschen öfter ist, ist, dass er so Schleim in den Augen hat, also hier so in den Augenwinkeln so richtig dicke Schleimklumpen und vielleicht auch ein bisschen Erde. Das mache ich dann aber mit den Fingern. Also ich halte ihm das Auge so und dann mache ich mit dem Daumen, ziehe ich das dann hier vorne raus. Und weil das so eine gallertartige Masse ist, wenn man erstmal ein Ende hat, dann kommt da der ganze restliche Klumpen raus. Und das ist im Prinzip alles, was wir mit unserem Hund an Pflege machen. Wie ich finde, relativ pflegeleichter Hund. Das mit dem Zähneputzen kann man bleiben lassen. Das mit den Ohren ist jetzt nicht besonders häufig. Krallen schneiden brauchen wir eigentlich nicht. Wir bürsten ihn ehrlich gesagt nur für eine Massage. Bei ihm reicht es im Prinzip, wenn man ihn einmal im Jahr trimmen lässt. Und selbst dann ist es nur dieser Bereich. Mehr ist es bei ihm wirklich nicht. Ja, und wie ihr seht, wenn man das alles in Ruhe und mit Entspannung macht, dann am besten in so einer Gemütsstimmung wie jetzt. Wir waren gerade draußen, er ist ein bisschen erschöpft und hat gegessen und hat gute Laune und ist ganz entspannt. Ja, und da bietet sich sowas am besten an. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan der Irish Terrier. Bis dann, ciao, ciao.